Ich habe vor einiger Zeit ein Video gemacht, wo ich erklärt habe, warum Emotos Ergebnisse zu Eiskristallen keine wissenschaftlichen Experimente sind und keine Aussagekraft haben. Da haben sich erstaunlich viele Menschen gemeldet, die gesagt haben, sie glauben da trotzdem dran und ich konnte sie nicht überzeugen. Und unter anderem wurde mir gesagt, wenn ich da nicht dran glaube, soll ich mich doch selbst einfach davon überzeugen, indem ich Emotos Reisexperiment mache. Das funktioniert so: Emoto hat auf Gläser natürlich Wörter geschrieben und da hat er dann Reis, gekochten Reis reingefüllt. Auf eins hat er geschrieben Liebe, auf ein anderes hat er geschrieben du Trottel und auf ein drittes hat er geschrieben ignoriert und das hat er dann auch ignoriert und ihm nur die kalte Schulter gezeigt für 30 Tage. 30 Tage hat er da Reis drinstehen lassen. Danach hat er aufgemacht und reingeguckt. In dem Liebeglas roch es honigsüß und appetitlich, weil der Reis so angenehm fermentiert ist. In dem Du Trottelglas ist der Reis verschimmelt und in dem Ignoriertglas hat es den Reis am schlimmsten erwischt. Der sah noch fieser vergammelt aus als in dem hier. Dieses Experiment hat die gleichen Probleme wie dieses Eiskristallexperiment, um das es in dem anderen Video ging, allen voran, dass es pro Wort nur ein Glas gab. Also wenn man einfach nach der Reihenfolge geht, in der die verschimmeln, ist jede mögliche Reihenfolge immer noch so wahrscheinlich, dass kein Ergebnis einen von irgendwas überzeugen sollte. Jetzt habe ich aber geguckt, ob jemand das denn reproduziert hat. Und auf YouTube gibt es sehr viele Videos, wo Leute das zu Hause machen. Und in erstaunlich vielen kommt etwas Ähnliches raus wie bei Emoto. Nicht wirklich das Gleiche. Also ich habe keins gefunden, wo jemand sagt, in einem von den Gläsern hätte es nach einem Monat honigsüß gerochen. Und dieses Ignoriertglas hat sich auch oft nicht so verhalten wie bei Emoto. Aber niemanden schien das zu stören und niemand hat gesagt, jetzt hätte er die Sache widerlegt. Deswegen, worum es den meisten zu gehen schien, war einfach, dass das Trottelglas früher verschimmelt als das Liebeglas. Und davon gab es wirklich erstaunlich viele Videos, bei denen das rausgekommen ist. Ich vermute, dass der Grund dafür der gleiche ist, also das, was wir in der Wissenschaft den Publication Bias nennen. Also wenn ich das ausprobiere und das falsche Glas verschimmelt zuerst, denke ich hätte irgendwas falsch gemacht und erzähle niemand mehr davon. Und wenn das richtige Glas verschimmelt, dann freue ich mich, dass wie stark die Macht der Worte ist und lade das auf YouTube hoch. Aber vielleicht liege ich damit auch falsch. Vielleicht hatte Emoto recht. Ich bin nur zu starkköpfig, das zu akzeptieren. Und wir haben hier eines der wichtigsten Phänomene der letzten 100 Jahre. Und die blöden Wissenschaftler erkennen das nur nicht. Und Emoto ist ein verkanntes Genie. Was können wir machen, um das auszuschließen? Wir machen das Experiment nochmal. Und zwar mit mehr als einem Glas pro Wort. Wenn wir sagen wir, fünf, sechs Gläser haben, auf denen Liebe oder Du Trottel steht und alle Trottelgläser verschimmeln, sind verschimmelt und die Liebegläser noch nicht, hat das eine ganz andere Aussagekraft, als wenn ich hier so eine 50-50-Chance habe und es in beide Richtungen rauskommen könnte. Und ich würde euch alle einladen, da mitzumachen. Je mehr von uns das machen, desto klarer wird die Sache und dann werden wir sehen. Bitte, egal ob ihr glaubt, dass Emoto recht hat oder dass Lars recht hat, macht einfach mit und egal, das ist das Wichtigste. Wenn ihr mitmacht, ladet das Ergebnis auf YouTube hoch, egal was rausgekommen ist. Nur so können wir diesem Publication Bias entgehen. So werde ich es auch machen. Ich werde mehr als fünf oder sechs Gläser nehmen. Ich habe mir ganz schön viele hiervon gekauft. Zum Glück habe ich einen Keller, in dem ich die räumen kann, wo es hoffentlich nicht so sehr stinkt. Ich werde noch ein paar andere Sachen beachten, um das Ganze möglichst wissenschaftlich zu machen. Allen voran überlege ich mir, wenn etwas ganz anderes rauskommt, als ich erwarte, würde ich irgendwelche Ausreden mir überlegen, dass es vielleicht hieran liegt oder daran liegt. Und dann überlege ich von vornherein, was ich machen kann, um diese Ausreden zu entkräften. Dass ich zum Beispiel
dass nicht eine Gruppe von Gläsern wärmer steht als die andere, dass nicht eine mehr Licht kriegt, lauter solche Sachen. Das Ergebnis werde ich dann hochladen, wenn ich fertig bin, und ich hoffe, dass ich viele Videos von euch auch sehe und wir können dann gemeinsam überlegen, was die Ergebnisse bedeuten. Damit wir die Ergebnisse, die eure Videos finden, benutzt bitte im Titel Lars und der Reis, dann wissen wir, dass es sich auf dieses Experiment bezieht. Ich hoffe, viele machen mit. Bis dann.